Video möchte ich dir die zweite Sequenz des Parcours zeigen, des Trainingsparcours, den ich mit dir zusammen und deinem Hund trainieren möchte. Den ersten Teil der Sequenz, das Video, falls du das noch nicht gesehen hast, das verlinke ich dir mal hier unter dem Video in der Beschreibung und auch noch als Infokarte. Wenn du das noch nicht gesehen hast, dann schau dir erst das an und üb die erste Sequenz mit deinem Hund und dann kommst du zurück zu diesem Video und übst die zweite Sequenz. Wenn wir dann mit unserem Hund die zweite Sequenz auch gut hinbekommen haben, bauen wir den Parcours zusammen, also erste und zweite Sequenz zusammen. Und dann sollte unser Hund diesen kleinen Parcours eigentlich sehr gut laufen können und wir ihn natürlich auch gut führen. So, das war der letzte Hub vom ersten Teil des Parcours. Jetzt geht es weiter mit einem weiteren Hub, 4 Meter Abstand. Dann nach links um die Tonne, das sind 3 Meter. Dann wieder durch einen Hub, 3 Meter entfernt die nächste Tonne. Hier sind es 270 Grad, glaube ich, oder 360. 360, genau. Dann 3 Meter entfernt wieder ein Hub. 3 Meter entfernt nochmal eine Tonne, einmal außen rum. Und hier ist das Ende. Ich werde das jetzt mit Faye einmal zeigen, wie der Laufweg aussieht. Genau, du als Hundeführer stehst hier beim ersten Hub. Natürlich kannst du auch erstmal wieder weiter rein mit ins Feld, um deinem Hund zu helfen, aber dann natürlich langsam wieder zurückarbeiten, bis du hier bist. Und wenn der erste Teil vom Parcours dazu kommt, dann natürlich noch weiter entfernt. Okay, es gibt auch noch eine kleine Verleitung im Parcours. Vielleicht weißt du schon welche. Ich zeige sie dir mal. Und zwar, wenn dein Hund hier durchkommt und um die Tonne herumläuft, kann es natürlich sein, dass er diesen Hub hier wahrnimmt und wieder hier durchlaufen will. Aber es geht ja in die Richtung weiter. Da du deinem Hund ja noch helfen darfst und auch weiter mit in den Parcours reinkommen kannst, wie ich das jetzt mit Faye auch mache, versuchst du einfach eindeutig mit deiner Körpersprache in diese Richtung zu zeigen und diesen Hub einfach ein bisschen zu verdecken. Wenn dein Hund dann erstmal so ein bisschen Laufweg verstanden hat von dem Parcours, wird das natürlich auch funktionieren. Also wir trainieren ja jetzt einfach noch und wollen nicht gleich beim ersten Mal einen perfekten Lauf von unserem Hund sehen. Durch, 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 außen. Fällt durch, 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 durch. Lass, lass, lass. Geh voran, geh voran. Ja, ja, gut. Geh voran, außen. Gut. Also man hat es gerade schön gesehen. Faye wollte wieder darüber laufen. Gleich nochmal. Voran, 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 außen. Durch, 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 durch. Gut, ja, 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 komm, komm, rum, 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 rum. Gut. Geh voran, 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 außen. Ja, gut, das war prima. Okay, wie du siehst, gehe ich mit Faye oder gehe ich auch weiter in den Parcours rein, um Faye hier noch mehr zu helfen und werde mich dann auch langsam immer weiter zurückarbeiten, bis ich dann hier stehe. Und wenn das gut funktioniert, dann kommt natürlich noch der andere Teil oder der erste Teil vom Parcours dazu und arbeite mich von da dann noch weiter zurück, bis ich dann wirklich oder in dem Bereich bin, von dem ich aus meinen Hund führen soll. Ja, und so erarbeiten wir uns jetzt eigentlich gemeinsam den Parcours. Faye kann ihn noch nicht, Faye braucht Hilfe und dein Hund wahrscheinlich auch. Also wünsche ich dir viel Spaß und leg einfach los mit deinem Hund.